Moin. Hallo, ich bin der Roman nochmals. Ihr habt mich ja in der ersten Folge von Wer weiß denn sowas ja schon gesehen. Wir haben da gute 3000 Euro gewonnen. Das meiste Geld ging an den Zuschauern da hinten. Und dann auch an dich vielleicht heute. Ich bin nochmals eingeladen worden von Bernhard. Wir spielen heute mit ihm zusammen. Und bestimmt auch lustig. Ich habe trotzdem, ihr kennt mich, ich habe trotzdem nichts gelernt von dem allem. So, ne? Also ich gehe komplett unvorbereitet da rein. Ich weiß nur ein bisschen noch von der letzten Show, aber sonst noch gar nichts. Auf jeden Fall viel Spaß mit der Show und hoffentlich gewinnen wir heute wieder. Ciao, ciao. Bis gleich. Wussten Sie eigentlich, dass es Bambusarten gibt, die pro Tag mehr als einen Meter wachsen? Oh, nee, habe ich nicht gewusst, aber danke. Ja, wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Wir schauen jetzt erstmal, wie viele Menschen ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Unser Publikum wurde auch heute wieder gefragt, was glauben Sie, wer gewinnt diese Sendung? Und bitte setzen Sie sich auch auf diese Seite. Oh, ich glaube, wir haben mehr wieder. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. 59, okay. Und das Team Elton. 40, okay, auch gut. Also damit fangen wir wieder nachher an. 12 Kategorien, 12 Easy. Fragen für jede richtige Antwort. 500 Euro plus zwei Publikumsjoker, einen für jedes Team. Und es geht los. Jetzt geht's los. Hier ist unsere Wand. Die Kategorien sind heute: Einspruch, das Fragezeichen, Essen und Trinken, Berufe, total genial, Sport, tierisch, tierisch, was wäre wenn, Weltmeere, clever, streng geheim und Straßenverkehr. Oh. Das Team, das mehr Menschen, mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie wählen. Ja, das sind wir. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Ja, gut. Bernhard, ich sag mal so, Sport? Eher nicht. Eher nicht, weil ich habe etwas Kleines mitgenommen. Damals war ich mit 13, 14 Turnierspieler vom Tennis. Also hier ist der Pokal, da habe ich also auch du mal halten oder so. Ne? Ich stelle es mal hier hin auf den Tisch. Aber ich glaube, Sport, ich weiß nicht, Sport kann alles sein. Ich kenne nur Tennis, ich kenne nur Fußball, ein bisschen American Football und das war's. Ich fahre sehr viel Auto, also Straßenverkehr. Dann würde ich sagen, wir gehen ganz gemütlich in den Straßenverkehr rein. Welche in den 1970er Jahren erlassene rechtliche Ausnahmeregelung wurde 2014 aufgehoben? A. Feuerwehrleute durften auch ohne Führerschein fahren. B. Taxifahrer mussten sich nicht anschnallen. Oder C. Fahrradfahrer durften über rote Ampeln fahren. Oh Junge, jetzt kommt so eine Frage. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, welche in den 1970er Jahren erlassene rechtliche Ausnahmeregel wurde 2014 aufgehoben? Feuerwehrleute durften auch ohne Führerschein fahren. Alter Notfall, ne? Taxifahrer mussten sich nicht anschnallen. Oder Fahrradfahrer durften über rote Ampeln fahren. Was sagt denn er zu A? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und, das glaub ich nicht. Also. Ich glaube, dass Fahrradfahrer noch nie über rote Ampeln fahren durften. Noch nie. Ja, es gibt solche Straßen, die man darf, aber oh Junge. Aber Feuerwehrleute halten Notfall, ne? Notfall, also, du musst ja trotzdem Auto fahren können, weil donnerst du gegen jede Wand. Deswegen würde ich sagen, ein Taxifahrer macht keinen Sinn, weil die fahren ja sowieso auch und Personentransport, die ist das, ne? Deswegen gehen wir mit C. Mit Fahrradfahren. Also meine Antwort ist C. Ja, also wir loggen C ein. Kann das wirklich sein? Diese rechtliche Ausnahmeregel wurde in den 1970er Jahren eingeführt. Und zwar wegen zunehmender Übergriffe. Unangeschnallt konnten Taxifahrer besser flüchten.
Oh. Mittlerweile stellt aber die Zahl der Verkehrsunfälle eine weitaus größere Gefahr für die Fahrer dar. Deshalb gilt seit dem 31.10.2014 die Anschnallpflicht auch für Taxifahrer. Oh Junge. 0 Euro auf dem Konto. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Berufe ist bestimmt spannend. Nicht unbedingt, aber wir würden es trotzdem mal probieren. Wir nehmen Berufe. Wer benutzt bei seiner Arbeit eine Mandoline? A. Köche beim Schneiden von Gemüse. B. Ärzte beim Untersuchen des Ohres. Oder C. Gärtner beim Sprengen des Rasens. Antwort A. Nee, glaube ich nicht. Was hältst du von B? B könnte theoretisch sein. Ich riskiere B. Wir haben B eingeloggt. Hier ist die Lösung. Bei einer Mandoline handelt es sich um ein Saiteninstrument, genauer gesagt um eine Unterart der Lauten. In der Kochkunst jedoch dient die Mandoline als hochwertiger Küchenhobel, der dem Koch das schnelle und feine Schneiden von Gemüse ermöglicht. Die Mandoline kann mit Hilfe auswechselbarer Klingen, Julienne-Streifen, einfache Scheiben oder Wellen- und Waffelformen in stufenlos verstellbaren Stärken schneiden. Leider bleibt es bei 0 Euro. Ich hätte das gewusst. Darf die nächste Kategorie aus. Weil ich war, wie gesagt, auch damals Koch und Mandoline. Ja, das hätte ich beantworten können. Hätten wir lieber wir die 500 Euro bekommen. Aber gut, was haben wir denn? Streng geheim, Weltmeere, total genial. Ich nehme total genial. Aber das finde ich. Wie lässt sich die Verweildauer von Parfüm auf der Haut verlängern? A. Hautkräftig aneinanderreiben. B. Die Aufsprühstelle mit einem Eiswürfel benetzen. Oder C. Vorher etwas Vaseline auftragen. Ups, Entschuldigung, das war mein Handy. Wie lässt sich die Verweildauer von Parfüm auf der Haut verlängern? Also, die Aufsprühstelle mit einem Eiswürfel benetzen, glaube ich eher nicht. Vorher etwas Vaseline? Also, ich kann keine großen Erklärungen abgeben, aber ich glaube halt wegen kräftig aneinander reiben, gibt ja Hitze und Hitze tut ja ein bisschen, ein bisschen erhitzen. Deswegen würde ich A sagen. A und wahrscheinlich. Wir nehmen A. Macht für mich am meisten Sinn. A ist eingeloggt. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Wer Parfum aufsprüht und die Handgelenke aneinander reibt, der zerstört die feinen Duftmoleküle. Kommt Kälte ins Spiel, dann verschließen sich die Poren und nehmen das Parfum schlechter auf. Wer von morgens bis abends zuverlässig duften möchte, der greift zur Vaseline. Eine dünne Schicht reicht. Das enthaltene Fett bindet den Geruch und macht ihn so länger. Oh Junge, ich mache ja heute alles falsch. Vaseline geruchsneutral und beeinflusst die Duftkomposition nicht. Also, perfekt. Leider kein Geld, es bleibt bei 0 Euro. Nächste Kategorie, bitte. Entscheiden wir uns für clever. Dann nehmen wir clever. Clever nehmen wir. Wozu dienen die Rillen einer Konservendose? A. Sie bewahren die Aromastoffe. B. Spielen bei der Wiederverwertung eine wichtige Rolle. Oder C. Verleihen der Dose Stabilität. Wie stehst du zu A? Bewahren die Aromastoffe. Warum? Weil dann da Luft in den also innen jetzt gesehen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Sagt dir C etwas? Verleihen der Dose Stabilität. Es kann natürlich sein, dass es so eine Art Federung auch ist. Und wenn das nämlich starr ist, dann ist das Ding nicht so ganz stabil und kann. Ich bin im C. Ihr sagt C. Wir werden es sofort überprüfen. Weißblech wird ausgewalzt und zurechtgeschnitten. Der Dosenrumpf wird in Form gebracht und verschweißt. Eine Stanzmaschine stellt die Rillen her, die sogenannten Sicken. Das spart Material und Kosten, denn sie machen die 2 bis 3 mm dünne Dosenwand stabiler und belastbarer, anders als Dosen ohne Rillen. Also die ersten 500 Euro auf eurem Konto.
Ja, jetzt sind wir hinten drin. Bernhard. Müssen wir nochmals ran da. Einspruch nehme ich auf jeden Fall nicht. Nee, Moment, aber mein Favorit. Einspruch, ja. Nee. Also das kann ich, also ich glaube, das wird nichts. Ich würde sagen, eher Sport dann. Legen wir erstmal zurück, denken später drüber nach. Ich nehme Sport. Komm. No risk, no fun. In die Playback-Stellung. A. Gehen Turniertänzer kurz vor ihrer Kür. B. Werden Tischtennisplatten geklappt, um alleine zu spielen. Oder C. Begeben sich Balljungen beim Aufwärmen von Fußballern. In die Playback-Stellung. Ja. Gehen Turniertänzer kurz vor ihrer Kür. Werden Tischtennisplatten geklappt, um alleine zu spielen. Playback. Ja, also entweder halt mit dem Sänger, also Playback sagt mir etwas halt mit den Sängern, ne, dass die halt nicht singen müssen. Oder Playback halt das englische You're all playing back to me. Also wahrscheinlich auch B, also Tischtennisplatten geklappt, um alleine zu spielen. Aber das heißt dann aber auch wieder Squash, glaube ich. Begeben sich Balljungen beim Aufwärmen von Fußballern. Also eher. Das kann natürlich sein. Ich tendiere eher wirklich echt zu B, aber will glaube aber auch nicht das Publikum fragen, weil glaube ich hebe mich das Publikum für eine schwerere Frage. Ich glaube, ich nehme B. Wir riskieren es. Also, nochmals. B ist eingeloggt. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Für mich macht das Sinn. Tischtennis spielen ohne Gegner? Kein Problem. Bringen Sie die Tischtennisplatte einfach in die Playback-Stellung. Ja, ah, perfekt. Das heißt, klappen Sie eine Hälfte des Tisches hoch, bis sie im rechten Winkel zum anderen Ball steht. Der Ball kommt so immer wieder zu Ihnen zurück. Gut auf mein Gefühl gehört. Wie geht's weiter? Entscheiden wir uns für das Fragezeichen? Wir können auch das Fragezeichen nehmen, das ist eh egal. Dann das Fragezeichen, bitte. Wo wird zwischen Halsberger und Halswender unterschieden? A. Pfannkuchen, B. Schildkröten oder C. Autoreifen? Könnte es A sein? Ich persönlich wäre ein bisschen für A, habe keine Ahnung warum. Wäre B möglich? Ja, nein. Ich nehme A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Schildkröten werden grundsätzlich in zwei Unterordnungen eingeteilt: Halsberger und Halswender. Unterscheidungsmerkmal der beiden ist der Hals. Halsberger Schildkröten können den Kopf durch eine senkrechte, S-förmige Biegung der Halswirbelsäule in den Hals einstülpen. Halswender Schildkröten dagegen können den Kopf nur seitlich in die vordere Panzeröffnung legen. Bleibt bei 500 Euro. Nächste, ja, ich habe doch Glück gehabt, weil ich hätte die Frage nicht gewusst. Ich hätte da echt jetzt Dings gefragt, ne? Die Zuschauer da hinten. Okay, wir nehmen Essen und Trinken. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist dann gepökeltes und geräuchertes Fleisch sollte nicht gegrillt werden, weil es A. bitter schmeckt, B. gesundheitsgefährdende Stoffe entstehen oder C. es schwabbelig wird. Okay. Gepökeltes und geräuchertes Fleisch sollte nicht gegrillt werden, weil es dann bitter schmeckt, gesundheitsgefährdende Stoffe entstehen oder es schwabbelig wird. Ja, also schwabbelig würde ich jetzt aber auch wieder nicht sagen, weil, aber wie gesagt, ne? Schwabbelig wird es jetzt so schnell nicht. Gesundheitsgefährdende Stoffe? Weiß ich nicht, wegen geräuchert. Oder es dann bitter schmeckt. Also wenn es schon geräuchert ist und dann nochmals grillt. Also ich glaube, es ist A. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Was sagt er zu C? Halte ich für unwahrscheinlich. Also ich würde eher tendieren nach, dass es danach bitter schmeckt, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Also entweder von A und B, also gesundheitsgefährdende Stoffe. Aber was will das Fleisch denn gesundheitsgefährdende Stoffe freisetzen? Ich glaube, wir nehmen A. Ich entscheide mich für A. A ist eingeloggt.
Ja, wer weiß. Ne? Ja, aber ich weiß es nicht. Klingt deswegen spannend. Ist es auch. Gepökeltes und geräuchertes Fleisch wie Kassler, Leberkäse, Speck, Bockwürstchen, Salami, gekochter oder geräucherter Schinken werden in der Verarbeitung mit Hilfe von Nitritpökelsalz konserviert. So erhalten die Fleisch- und Wurstwaren ihren besonderen Geschmack und behalten ihre rote Farbe. Durch die hohe Temperatur auf dem Grill reagiert das Nitrit mit den Eiweißstoffen im Fleisch. Die Folge: Es entstehen krebserregende Nitrosamine. Ah, okay, dann doch. Waren wohl doch gesundheitsgefährdende Stoffe. Wie machen wir weiter? Naja. Nehmen wir was wäre wenn? Nehme ich sehr gern. Wir hätten gerne was wäre wenn. Was wäre, wenn wir Menschen dieselben körperlichen Merkmale wie Koboldmakis hätten? A. Unsere Augen wären so groß wie Mandarinen. B. Wir könnten Hyperschall hören. Oder C. Wir hätten 6 Finger, aber keinen Daumen. Was sagst du zu A? Schließen wir aus. Fällt dir zu B was ein? Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Warum auch immer? Volles Risiko B. Ihr entscheidet euch für B. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. In den Bäumen Südostasiens leben die Koboldmakis. Sie können trotz einer Größe von durchschnittlich nur 12,5 cm bis zu 5 Meter weit springen und ihren Kopf um bis zu 180 Grad drehen. Damit nicht genug. Die Augen der nachtaktiven Primaten haben einen Durchmesser von 16 mm. Im Verhältnis zu ihrer Kopfbreite extrem groß. Hätte ein durchschnittlicher europäischer Mann zur Kopfbreite genauso große Augen, hätten diese 5 cm Durchmesser, so groß wie Mandarinen. Stell doch mal vor, ey. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Wir haben noch stell dir mal vor, man hat so große Glubschrauben zu bekommen. Eieieiei. Ich nehme, weil der Ben hat Einspruch fordern wollte, dann nehmen wir Einspruch. Welche Supermarktregel ist gesetzlich festgelegt? A. Getränke dürfen vor dem Bezahlen konsumiert werden. B. Pfandbons können auch noch 3 Jahre später eingelöst werden. Oder C. Waren dürfen in der eigenen Tasche zur Kasse gebracht werden. Oh. Also, eine Regel im Supermarkt, gesetzlich sogar. Getränke dürfen vor dem Bezahlen konsumiert werden, habe ich auch schon gesehen. Waren dürfen in der eigenen Tasche zur Kasse gebracht werden, habe ich auch schon gesehen, mache ich auch selber ab und an mal. Aber Pfandbons können sich noch 3 Jahre später eingelöst werden. Ja, das Ding ist, ich komme aus der Schweiz und ich habe keine Ahnung, wie es in Deutschland ist, wegen dem. Aber gesetzlich. Jo, also wann... Ich sag A. Das klingt für mich total schlüssig. Ich nehme A. Wir nehmen A. Ihr habt A eingeloggt. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Mhm. Auch wenn die meisten Supermärkte kulant reagieren, Getränke vor dem Kauf zu trinken gilt rechtlich gesehen als Diebstahl. Hä? Genauso steht es um das Verstauen der Waren in einer eigenen Tasche. Denn für den Supermarkt ist es nicht klar ersichtlich, ob man die Ware später wirklich bezahlen will. Wer Pfandflaschen zurückbringt, kann sich mit dem Einlösen des Pfandbons Zeit lassen. Die Kassierer sehen es nicht gern, doch der Paragraf 195 im BGB sieht vor, die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre. Ja gut, habe ich aber dann immer illegale Sachen gemacht, Papa. Okay, schade. 3 Kategorien haben wir noch. Sollen wir einfach tierisch-tierisch nehmen? Das klingt eigentlich ganz gut. Tierisch-tierisch, bitte. Ein küssender Gurami. A. Lebt im südostasiatischen Süßwasser. B. Sitzt auf der Baumrinde im afrikanischen Regenwald. Oder C. Fliegt über den südamerikanischen Anden. Eventuell B? Ist doch Blödsinn. Oh, A vielleicht? Ich meine, das ist ein Fisch. Ich nehme A. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Hier ist die richtige Antwort. Der aus Asien stammende küssende Gurami ist hierzulande ein beliebter Aquarienfisch. Seinen Namen verdankt der bis zu 30 cm große Süßwasserfisch,
seinen auffälligen, vorstreckbaren Lippen. Auf diesen befinden sich winzige Zähne, die er benutzt, um Algen von Pflanzenblättern abzuraspeln. Was man hier alles lernt, oder? 1000 Euro. 500 sind gerade dazugekommen. Paui. Jetzt wird's. Eine Frage noch. Jetzt müssen wir entweder streng geheim nehmen, Bernhard, oder nehmen. Was haben wir? Kann ich nicht was anderes nehmen? Weltmeere, okay. Ich glaube, entweder. Ja, Weltmeere. Ich bin dabei. Wir gehen aufs Ganze. Die am Indischen Ozean lebende Krabbenart Scopimera globosa A. hinterlässt Kunstwerke am Strand, B. verbringt fast ihr ganzes Leben in Vogelnestern oder C. bewirft ihre Feinde mit Muscheln. Nee, mach ich nicht. Deswegen, ich frage das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wer glaubt's zu wissen? Stehen Sie ruhig auf. So, wen wollt ihr denn? Oh. Aha, der sitzt, die, da hinten, okay. Noch die hinter. Ich glaube, ich nehme den Kollegen hier, ganz hinter mir. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Mein Gefühl sagt Antwort A. Das passt für mich am besten. Okay. Ihr nehmt A. Bin ich gespannt. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Die unter anderem in Australien und Indonesien heimische Krabbenart ist nur etwa einen Zentimeter groß. Beim Durchsuchen des Sandes nach Nahrung hinterlässt sie tausende von Sandkügelchen. Da sich die Krabbe von ihrem Bau aus strahlenförmig nach außen bewegt, entstehen so aus der Luft betrachtet oft wunderschöne Kunstwerke. 1000 Euro auf eurem Konto. Danke, ja. Merci. Danke. Ihr kriegt noch eine Frage. Eine Chance habt ihr noch. Streng geheim. Wie haben CIA-Agenten früher heimlich miteinander kommuniziert, wenn sie sich begegneten? A. über ihre Schnürsenkel, B. mit dem Haarscheitel oder C. mit Hilfe des Krawattenknotens? Wäre B eine Möglichkeit? Ich wäre jetzt für B. A vielleicht? Das glaube ich nicht. Wir nehmen B. So, wir haben B eingeloggt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Ich glaube A. Aber in den 50er Jahren beauftragte die CIA tatsächlich einen Zauberkünstler mit der Entwicklung von Tricks für ihre Geheimagenten. Einer davon war besonders raffiniert. Agenten konnten durch ein bestimmtes Muster der Schnürsenkel untereinander kommunizieren. So überbrachte man unauffällig Nachrichten wie: Ich habe Informationen. Folge mir. Oder: Ich habe jemanden mitgebracht. Spannend, aber trotzdem. Dass man sich über Schnürsenkel. Dass man sich über Schnürsenkel so. Kommunizieren kann. Raterunde jetzt hier bei einem Zwischenstand angekommen. Das Team Bernhard. Tausender gegen Tausender. Das Team Elton, 1000 Euro auf eurem Konto. Beide Teams haben ja jetzt noch die Möglichkeit, den Betrag sogar maximal zu verdoppeln. Also es ist ja noch gar nichts entschieden, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt ist spannend. Zur entscheidenden Frage. Wir kommen jetzt zum Finale. Oh, Mathematik. Die Kategorie, aus der unsere heutige Finalfrage kommt, ist Mathematik. Oh, oh. Jetzt müsst ihr bitte euren Einsatz tätigen. Oh Gott, bei Mathe. Ich glaube, bei Mathe werde ich nicht voll hingehen, aber das wäre auch echt spannend. Deswegen, ich sage, wir gehen full in und riskieren alles. Und, Betrag ist gesetzt. Full Dann in. Dann kommen wir jetzt zur Masterfrage. Hier ist die Masterfrage. Welches ist die größte Primzahl, die kleiner ist als 100? A 93, B 97 oder C 99? 20 ja, Sekunden Gott. Habt ihr Zeit und die Zeit läuft ab jetzt. Du weißt nicht mal, was eine Primzahl ist. Was ist das Ding? Oh nein! Oh Gott! Also Primzahl, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Also ich habe es schon mal gehört, ja, Primzahl. Aber ich sag 93. Keine Ahnung. Habe ich da raus. Schämen sollte ich mich. Wir verlieren gerade alles. Haben die beiden Teams
gesetzt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Vollen. Das Team Elton. Ja, die gehen auch vollen. Wir schauen, was unsere beiden Teams getippt haben. Das Team Bernhard. Ich glaube, ich habe ja. Antwort. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort C. Oh. Schauen wir auf die. Ich glaube, wir haben. Oder? Also. Auf eine Primzahl sind alle von 1 verschiedenen und nur durch 1 und sich selbst teilbaren Zahlen. Und die richtige Antwort ist Antwort B. Und damit beide Teams bei 0. Ups. Die Kohle ist futsch. Heute gibt es kein Geld. Ups. Jo, gut, das Geld ist jetzt weg, ne? Ja, gut, ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Ne? Also auch jetzt, wegen dem ganzen vermasselten Geld, hat sich mega gelohnt, auf jeden Fall. Ne, alles gut, das passiert mal, also... Haben wir nichts gewonnen. Mit 0 Euro gehen wir raus. Wie gesagt, Primzahl, okay, also auch 1 teilbar, irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, auch mit dem Bernhard. Nächsten Samstag bin ich dann wieder mit dem Bernhard zusammen. Hat mich schon heute kurz nach der Show gefragt, ob ich mit nächstes Mal wieder mit ihm komme. Habe ich gesagt, komm, warum nicht? Hat das letzte Mal schon Spaß gemacht. Muss der Bernhard für sich jemand anderes finden. Auf jeden Fall, ich wünsche den Zuschauern, die hier zugeschaut haben, noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr dabei wart. Auch vielleicht die Leute im Publikum mit dem roten Hoodie. Dankeschön für deine Antwort mit dem Krebs. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns, wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Euer Roman. Ciao, ciao. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. Ob Mensch oder Gott, was passiert, wenn scheitert? So trat ein junger, mutiger Mensch aus dem Osten seinen Weg in das verlorene Niemandsland, um die verdorbenen Götter zu befreien und selbst als Eldenkönig sich zu krönen und die ganze Menschheit und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Wird er das schaffen, mit Hilfe oder ohne Hilfe? Wir beten für dich. In our home, across the fog, the lands between.